wenn Menschen mir Fragen stellen oder wenn Klienten kommen, dann kommt häufig die Frage oder diese Komplementärfrage dazu, sei mal ehrlich, wenn du mir ganz ehrlich Antwort gibst, das unterstellt, dass man sonst nicht ganz ehrlich ist. Und die Frage ist natürlich, was ist ehrlich? Ja? Man sagt uns einmal ehrlich, bedeutet ja nicht, dass sich die ganze Zeit anschwindelt, sondern es ist eigentlich ein Ausdruck dafür, dass wir uns dessen bewusst sind, dass das, was wir denken, nicht immer ehrlich ist und vor allem, dass sich unsere Gedankenmuster aus unehrlichen Unwahrheiten zusammensetzen, die uns dann selber wieder zu Multiplikatoren von unehrlichen und unaufrichtigen Dingen macht. Und dann ist vielleicht oft besser zu schweigen. Wobei man sehr einfach erkennen kann, ob die Dinge, die man von sich gibt, ehrlich sind. Weil in dem Augenblick, wo ich etwas ausgesprochen gesagt habe und in meinem, ich halte dann kurz inne und schaue, ob mein Verstand was dazu weiß. Und normalerweise gibt es dazu eine Emotion. Und wenn ich etwas von mir gebe, wo in mir keine Stimme ist, die sagt, naja, so ganz stimmt's nicht, oder das ist ja schon wieder die Lüge von vorgestern, oder das glaubst du ja nur, weil das Mama gesagt hat. Also wenn all diese Muster weg sind, also ich spreche was aus und in dem Augenblick ist es so. Es ist die Wahrheit, es ist meine Wahrheit, es ist mein x-Milliardstel Teil einer kollektiven Wahrheit. Dann ist es ehrlich wahr und dann ist es auch authentisch. Und eine authentische Ehrlichkeit kann durchaus verschiedene Standpunkte oder Meinungen annehmen. Wichtig ist, dass sie im Augenblick des Aussprechens ehrlich ist. Wobei ehrlich was völlig anders ist wie gut gemeint. Also, sagen wir uns mal ehrlich, ist doch ehrlich schön, ehrlich werden zu wollen oder ehrlich zu sein. Namaste.